Glitzer und tausend Lichter. So mag es Melania Trump zu Weihnachten. Zumindest suggeriert das dieses Werbevideo. Doch nicht nur zu Weihnachten soll die Einrichtung im Weißen Haus ein bestimmtes Image transportieren. US-Präsidenten machen sich auch viele Gedanken über die Deko des Oval Office. Im Spiel der Macht geht es ums Image. Das weiß auch der US-Präsident und Geschäftsmann Donald Trump. Kaum ein Ort verkörpert das so sehr wie das Büro des Präsidenten, das Oval Office. Franklin D. Roosevelt ließ 1934 im Westflügel des Weißen Hauses ein repräsentatives Büro nach seinen Bedürfnissen anlegen. Seitdem hatte jeder der nachfolgenden 13 Präsidenten die Möglichkeit, den Raum nach seinen Wünschen zu gestalten und ein Statement zu setzen. Doch was wollen die mächtigsten Männer der Welt mit ihrer Einrichtung aussagen? Das weiß Darren Brooks. Sure. Der Designer beschäftigt sich seit 2010 mit dem Thema. It's the place of power. It's an identity. It's something that is recognizable. For me, it's that first look of the window treatments and the desk that defines the president. Dazu kommt der Teppich. Zusammen bilden Vorhänge, Schreibtisch und Teppich das Insigniendreieck des US-Präsidenten. Das erste Staatsoberhaupt, das dies gezielt für sich eingesetzt hat, war John F. Kennedy. Wobei, eigentlich war es seine Frau Jackie. Ihr Entwurf sollte Kennedys Idealismus, Elan und Jugend widerspiegeln. Und damit startete eine Tradition, die bis heute hält. The official role, one of the official roles of the First Lady is to oversee the decor of the White House. I discovered different trends, so I classified that into four, what I defined as branding strategies. Während sich Kennedys Oval Office auf seine Persönlichkeit bezog, wählten die meisten US-Präsidenten nach ihm einen symbolischen Zugang. Der Meister darin, Richard Nixon. Insgesamt 15 Wappenadler zierten sein Büro. Sie sollten ihn präsidialer wirken lassen und seine Besucher einschüchtern. Doch mit der Watergate-Affäre verabschiedete sich nicht nur Nixon aus dem Oval Office, auch seine Einrichtung verschwand. Gerald Ford distanzierte sich möglichst weit von seinem Vorgänger. Ähnlich hielten es auch George W. und Laura Bush. Nach Clintons Sexaffäre wollten sie wieder Ehre und Würde ins Weiße Haus bringen. Clintons Teppich verschwand gleich am ersten Tag aus dem Oval Office. Weniger spektakulär waren die Strategien der Präsidenten Eisenhower, Johnson und Carter. Sie haben das Oval Office nur wenig verändert. Und Trump? Sein Einrichtungsgeschmack ist berüchtigt. He likes the Baroque style. Oder sehr zugespitzt, sein Penthouse und Beach Club erinnern eher an das, was The Telegraph 2011 auch als Diktatorenschick bezeichnete. Vergleichbar also mit den Palästen Saddam Husseins, Muammar Gaddafis und anderer Despoten. Aber bisher erinnern nur die Vorhänge ein wenig an diesen Stil. Und diese sind nicht einmal von Trump, sondern stammen aus Clintons Präsidentenzeit. Trumps Schreibtisch ist derselbe wie Obamas. Den Teppich hat er sich von Reagan geliehen, wie übrigens auch den Slogan. Aber eine Sache ist bemerkenswert. Vor dem Schreibtisch des Präsidenten stehen jetzt sehr präsent vier massive Stühle, reserviert für seine engsten Berater. Dabei ist die Marke Trump so stark, dass viele eine noch radikalere Umgestaltung erwarten. I expect more. How can he be happy with having Bill Clintons window treatment? Gut möglich, dass Trump es ähnlich handhaben wird wie Obama. Der arrangierte sein Büro erst anderthalb Jahre nach seiner Amtseinführung. When they redid the Oval Office, it was during a recession, so spending money was seen as excessive. Eiliger hatten es da die Clintons. Noch bevor Bush Senior das Weiße Haus verlassen hatte, schickten sie einen Designer ins Oval Office, damit dieses schon mit der Amtseinführung bereitstand. Im Endeffekt wird es für Trump nicht einfach werden, das Oval Office für sein eigenes politisches Branding zu nutzen. Der selbsternannte Kämpfer gegen das Establishment ist hier umgeben von den Symbolen seiner mächtigen Vorgänger. Sein eigener Stil gerät dabei etwas in den Hintergrund. Und in ein zweites Versailles wird er das Weiße Haus kaum verwandeln können. Seit 1961 ist das Gebäude offiziell auch ein Museum und steht unter Denkmalschutz.